Ja, und bei mir ist Professor Oskar Niedermeyer, Parteienforscher von der Freien Universität Berlin. Und wir können Bilanz ziehen des ersten Tages des FDP-Parteitags. Inwieweit ist denn die Partei vorangekommen auf ihrem Comeback-Kurs nach dem Wahldebakel 2013? Nun, Herr Lindner hat ja in seiner Rede gesagt, die Partei braucht Demut und Selbstbewusstsein. Und ich denke, 2014 und auch 2015 noch hatte sie Demut. Jetzt ist deutlich stärker das Selbstbewusstsein auch wieder zu spüren. Das heißt, die Partei ist natürlich noch nicht über dem Berg, aber das, was sie selbst dazu tun kann, ist sie jetzt tatsächlich auch dabei zu tun. Auf den Mann an der Spitze kommt es an, Christian Lindner. Wie hat er sich hier präsentiert? Nun, Lindner repräsentiert sich ja immer relativ gut, weil er sehr gut reden kann. Er hält ja auch seine Reden immer frei. Und insofern nimmt er auch den Saal dann mit. Das hat er auch diesmal getan. Und er hat auch eine Rede gehalten, wo dann sehr deutlich wurde, auch wo die FDP hin will im Bundestagswahlkampf, welche Themen sie ansprechen will. Und das war dann schon auch wichtig für den Parteitag. Früher hat man gesagt, die FDP ist nur eine Steuersenkungspartei. Sind Sie denn da wirklich vorangekommen? Gibt es Themen, mit denen man die FDP jetzt identifiziert, neben Marktwirtschaft? Nun, das Steuerthema ist ja fast nicht angesprochen worden. Das hat ja auch seine Gründe, denn das war ja das Wesentliche an der Niederlage dann bei der Bundestagswahl, dass man sie zu eng auf das Steuerthema verengt hat. Das macht man jetzt nicht mehr. Man versucht jetzt also die grundlegend unveränderte Haltung zur Marktwirtschaft dann auch zu deklinieren an anderen Themen, gerade jetzt bei diesem Parteitag an der Digitalisierung. Das wird allerdings relativ schwierig werden, im Wahlkampf das so umzubrechen, dass es tatsächlich auch als Wahlkampfthema taugt. Und die anderen Themen werden auch wieder wichtiger. Die FDP hat sich ja jetzt hier auch in den Bürgerrechten noch mal deutlich positioniert, auch zum Beispiel in Abgrenzung zur AfD. Das wird ja auch wichtig sein. Angela Merkel hat die CDU, ihre Partei, nach links in die Mitte geführt. Da ist jetzt theoretisch sehr viel Platz auf der Bürgerlistenseite. Rein praktisch hat sich die AfD sehr breit gemacht. Wo ist denn da noch Platz für die FDP? Ja, sie ist jetzt etwas schmäler, die AfD, denn die bis zur Europawahl 2014 war sie ja stark wahrgenommen durch ihre marktwirtschaftlich geprägte Euro-Rettungskritik. Und da war es schwer für die FDP, da ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Deswegen hat die AfD da auch deutlich Wähler abgezogen. Jetzt, seit 1,5 Jahren, ist die AfD sehr stark über ihre gesellschaftspolitischen Positionen wahrgenommen, also Flüchtlingskrise, Islam und so weiter. Jetzt hat also die FDP die Möglichkeit, wieder in eine Leerstelle zu stoßen im Parteiensystem, indem sie wieder die Partei der Marktwirtschaft wird. Und sie kann sich durchaus auch gesellschaftspolitisch deutlich von der AfD abgrenzen, indem sie eine liberale Bürgerrechtsposition vertritt. Jetzt kritisieren ja beide, die AfD und die FDP, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Wo ist dann da der Unterschied? Ja, das kommt aus ganz unterschiedlichen Ecken heraus. Die FDP kritisiert ja an der Flüchtlingspolitik vor allen Dingen die rechtliche Problematik, dass also das Ganze in einem rechtlich sinnvolleren Verfahren hätte stattfinden müssen. Und sie verbindet die Kritik an der Flüchtlingspolitik ja auch mit liberalen Forderungen, also zum Beispiel bei der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Was sie nicht tut, die FDP, meiner Ansicht nach, sie vermeidet jegliche rassistischen oder sonstigen populistischen Untertöne, die die AfD ja durchaus in das Thema hineinbringt. Insofern denke ich schon, dass sie sich als demokratische Alternative zur AfD, was sie ja auch in den letzten Landtagswahlen getan hat, durchaus auch präsentieren kann. Christian Lindner hat in seiner Rede gesagt, wir sind nicht mehr der natürliche Koalitionspartner, der Ausputzer der CDU. Wir sind im Prinzip nach allen Seiten offen, wie ja im Moment in Rheinland-Pfalz die Partei auch zeigt. Sie koaliert dort mit der SPD und den Grünen. Halten Sie das für denkbar, dass diesen Schwenk die Partei auch im Bund vollführt, prinzipiell auch offen ist für SPD und Grüne? Das halte ich für wenig wahrscheinlich, denn Lindner selbst hat ja auch klar gemacht, dass Rheinland-Pfalz eine Ausnahmesituation ist, wegen der sozialliberalen Tradition und auch vor allen Dingen deswegen, weil die FDP da deutlich stärker ist als die Grünen, sodass die FDP eine liberale Handschrift verwirklichen kann in der Koalitionsverhandlung, was ja wohl auch der Fall ist. Im Bund wäre das wahrscheinlich nicht der Fall.
Da würde sie sozusagen die kleinste Partei darstellen. Und NRW kommt ja noch vor der Bundestagswahl. Und da hat Herr Lindner ja sehr deutlich gemacht in seinem eigenen Landesverband, dass da eine Ampel doch eher ausgeschlossen ist. Und dann kann er nicht wenige Monate später auf eine Ampel im Bund umschwenken. Also würde ich sagen, Ampel ist eher ausgeschlossen im Bund. Wagen Sie eine Prognose? Schafft die FDP 2017 den Wiedereinzug in den Bundestag? Also die Chancen stehen sehr gut. Man sollte ja nie sicher sein in der Politik, aber es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, herzlichen Dank an Sie für diese Einschätzung.